Einen wunderschönen Dienstag. Willkommen zurück bei der neuen Episode Poly Bridge 2. In der 10. wöchentlichen Herausforderung, die wir spielen werden. Und zwar haben wir alles außer Hydraulik. Wir haben zwei verschiedene Autos, die zum Ziel müssen und zwar zeitgleich fahren. Wir haben allerdings nur 10 Straßen zur Verfügung. Okay, und der Wagen muss hier von links nach rechts und von rechts nach links. Und beide Autos müssen den Checkpoint erwischen. Das ist schon mal blöd. Vor allem, weil die Anzahl der Straßen nicht reicht, oder? Ha. Interessant. Du bist schnell. Du bist richtig schnell. 17 Meter die Sekunde. Du bist langsam. Und du bist noch schneller. Du hast 20 Meter die Sekunde drauf. Das heißt, wir werden beide springen lassen müssen. Aber so du hast 20 Meter die Sekunde Geschwindigkeit mit einer 10er Beschleunigung. Das heißt, du bist sogar der Schnellere von beiden. Okay, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. In Ordnung, dann gucken wir doch mal, wie wir das hinkriegen. Warte, wir machen es auf jeden Fall mal hier ohne... ohne Raster. Wenn man dann ein bisschen das Ganze schön abwinkeln kann. Ich will mal gucken, wie weit er im Endeffekt wirklich kommt. Wir haben hier noch den Vorteil einer Auflage hier. Wir können das hier schön drauf halten. Machen wir es so. 35.000 klingt natürlich erstmal nach viel Geld, ist es jetzt aber nicht zwangsläufig. Jedoch mit der Auflage hier sollte zumindest der linke Teil schon mal stabil sein. Bis auch vielleicht ganz vorne. Holy shit, geht der ab. Es ist ja der Wahnsinn, wie das Teil losfliegt. Ist ja grandios. Das habe ich nicht erwartet. Ist der Bus immer so schnell? Oder ist das einer, der was Besonderes getankt hat? Dann machen wir es nämlich hier so. Wir lassen ihn runterfahren. Und dann hochschießen. Weil wenn wir das hinkriegen, kommt der von oben ins Ziel und der andere braucht länger, bis er los, bis er zum Sprung kommt. Und schon haben wir das ganze Problem gelöst. Und hier haben wir leider keine so eine schöne Möglichkeit, festzumachen wie hier. Wir haben hier keinen so schönen Berg. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Wenn ich mir das genau anschaue. Wie stabilisieren wir das Ganze noch? Gucken wir mal, ob das hier schon hält. Wir lassen es langsam laufen. Wichtig ist vor allem erstmal der rechte. Ich glaube, der wird unten drunter durchspringen aktuell auch. Ich hoffe nämlich, dass der rüber geht und er unten drunter durchspringt. Nein. Er muss noch weiter runter. In Ordnung. Wir müssen ihn noch langsamer Richtung Ziel bringen. Alles hier noch ein bisschen runterschrauben. Wir haben noch Straßen. Wir haben noch genug Geld. So. Dann hier nochmal festmachen. Ich hoffe, das haut hin. Wir gucken uns das mal an. Es wäre mal schön, eine Lösung, die relativ schnell zu finden war. Nee. Das Problem ist, dass er hier aktuell einfach nur aufprallt, weil er zu schnell ist. Mal, ob das besser ist. Volle Geschwindigkeit, um den Fehler zu sehen. Ja, der ist einfach zu schnell. K
Können wir ihn vielleicht einen Moment aufhalten, mit dem hier so eine Straße hinsetzen? Nur ein Momentchen. Dann bräuchten wir da vorne das Teil auch nicht. Dass wir ihn so ganz kurz stoppen. Das stoppt ihn zu gut. Ehrlich gesagt. Das hat ihn zu gut gestoppt. Ich hätte nur gerne eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Damit der Bus da nämlich durchkommt. Andere Möglichkeit, weil der Bus relativ hoch ist, wäre natürlich, seinen Sprung deutlich flacher zu machen. Weil er mit der Decke quasi retten kann. Den anderen dementsprechend hochspringen lassen. Nee, so nicht. So viel zum Thema, vielleicht kommen wir da ja einfach hinter. Aus der Traum. Das müssen beide erwischen. Ja, weil hier A2 und A1 ist. Also links schafft es auf jeden Fall. Ah, das ist nicht mehr stabil genug. War das vorhin nicht stabiler? Hat das hier nicht gehalten, als er gesprungen ist? Oder ist das vorhin auch schon kaputt gegangen? Und ich habe nur nicht drauf geachtet. Ich bin mir nicht mehr sicher. Er hat halt einen richtig coolen Bogen. Richtig schöne Flugbahn. Deswegen würde ich gerne den anderen Kollegen unten lang fahren lassen. Dann hochspringen. Vielleicht sowas? Müssen wir mal gucken, ob wir das von hier aus stabilisiert bekommen oder gefestigt bekommen. Das wird nämlich jetzt aktuell die Frage sein. Geld ist noch da, ich habe noch 15.000. Das sollte also eigentlich kein Problem geben. Das Problem wird immer noch sein, da bin ich mir sehr sicher, das Timing vom zweiten Wagen im Verhältnis zum ersten Wagen zu bewerkstelligen. Okay. Ist gar nicht so schlecht. Das Timing haut fast hin. Wir müssen ihn tatsächlich noch ein bisschen später springen lassen. Glaube ich. Oder den anderen früher. Was heißen würde, wir müssen hier schneller hochgehen. Gehen wir hier mal so ein bisschen steiler hoch. Nicht ganz. Ich meine, es ist natürlich mutig, dass das kleine Fahrzeug immer wieder versucht, den großen da ein Schnippchen zu schlagen. Aber so richtig gut gelingt mir das hier noch nicht. Wie könnten wir den denn hier einen kurzen Moment aufhalten? Nur einen kurzen Moment. Ungefähr so. So heben wir ihn auf. So halten wir ihn lang genug auf. Das ist okay. Jetzt muss ich da drüben nur die Straße noch ein bisschen stabilisieren, dass das hält.
Weil das darf natürlich nicht reißen hier. Die Frage ist, ist das beim Absprung gerissen oder bei der Landung? Halten wir mal ganz kurz einen Blick drauf. Kollege 1 springt gerade. Der kommt perfekt unten drunter. Problem ist hier links, das ist gerissen. Und dann hat es die Landung ein bisschen problematischer gemacht. Okay. Eventuell mit Federn arbeiten, dass wir hier den Stoß abdämpfen. Aber das Timing passt jetzt. Also der links kommt genau richtig geflogen, der andere fährt nach unten durch, sodass das große Problem erstmal gelöst ist. Gucken wir, ob das wieder funktioniert. Hier vielleicht noch einen Tick runtergehen, damit der Übergang besser ist. Dadurch hat der nämlich so einen leichten Ruckler. Er passt, glaube ich, perfekt. Passt perfekt. Hier der Aufprall hat hier hinten schon Auswirkungen drauf. Also das hier, die dritte Nahtstelle verbessern und die erste, also dritte und letzte. Weil das hier nämlich schon einreißen bringt. Hier drüben ist das Problem. Das heißt, das Problem war nicht der große Bus, der gekommen ist, sondern der Übergang zwischen den Straßenteilen ist das Problem. Ich glaube, es ist immer noch nicht gut genug. Vielleicht wäre jetzt sogar Stahl wieder besser. Weil dadurch haben wir hier jetzt auch wieder einen leichten Knick drin, ne? Der Wechsel hier ist nicht gut. Wir machen da wieder Stahl rein. Und wir müssen das hier ein bisschen ausgleichen. Immer noch zu krass, glaube ich, hier. Es reicht ja, wenn er ihn ganz knapp berührt. Mit dem Auto. Wenn er ganz knapp hier den Stern berührt, bin ich zufrieden. So. Konzentration hier drauf. Das sieht soweit gut aus. Da ist ein leichter Hit. Jetzt haben wir hier eine ganz leichte Berührung zwischen den beiden Wagen. Gucken, ob es immer noch da ist. Ich glaube, nein. Der andere kriegt den Sprung nicht mehr hin. Wir müssen also höher gehen. In Ordnung. Ein bisschen anpassen, das Ganze. Hier mehr Stabilität reinbringen. Versuchen wir es wirklich mit der Feder. Eventuell sollten wir dich ein bisschen länger pausieren lassen, um den Großen mehr Zeit zu geben. So. Nächster Versuch. Anschauen. Nummer 1 fliegt gut. Der Übergang. Jetzt hier gucken, ob da ein Kontakt besteht. Ja, da ist der Kontakt. Offiziell treffen sie zwar nicht, aber das erklärt den Druck, der hier drauf ausgeübt wird. Also, alles, vielleicht nicht hier hinten unbedingt, aber alles hier einen Ticken niedriger ziehen. Und dann den hoch, oder andere Möglichkeit ist, ihn hier ein bisschen höher fliegen lassen. Damit die sich nicht mehr treffen. Und jetzt hat er nämlich richtig Power. Jetzt kommt er richtig drüber geschossen und sobald er nämlich das macht, können wir hier den Absprung ein bisschen großzügiger machen. Man sollte das jetzt eigentlich hier hinhauen. Brauchen wir da noch so viel Straße? Ich denke nicht. Durch das Herauszögern am Anfang sollte das jetzt eigentlich machbar sein. Dass er hier mit ins Ziel flieht, oder? Weil er überspringt das Ganze ja so extrem. Wichtig wird sein, hittet er. Nummer 1 trifft. Nummer 2 trifft, kommt aber nicht ins Ziel, also noch höher.
Müssen wir jetzt eigentlich noch am Anfang rauszögern? Wahrscheinlich schon, weil beide gleich schnell sind. Sonst würden sie sich immer in der Mitte treffen. Weil der Abstand zwischen beiden auch gleich groß ist. Wir nehmen ihnen natürlich ein bisschen Geschwindigkeit weg durch diesen Holprah am Anfang. Und wir machen die Landezone auch geringer für ihn. Oder schwieriger. Weil ich den nämlich höher mache. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Schwung geben. Nummer 1, wunderbar. Okay, jetzt haben wir ihn, kriegen wir ins Ziel. Problem ist jetzt das Brechen der Straße. Hinten ist optimal, die Landung ist gut. Also, dich stabilisieren hier. Dich ein wenig abfedern. Und wenn wir schon von Federn sprechen, warum machen wir nicht hier einen Punkt hin? Hier einen Punkt hin? Und verbinden das dann erst. Weil es ein Tick zu hoch ist. So. Und hier auch noch eine Feder hin. Ein bisschen gedehnt, damit du nach oben drückst. Zeitgleich allerdings hier auch noch ein bisschen Stabilität reinbringen. Okay, nicht gedehnt, sondern komprimiert. Ich glaube, das wird nicht gut sein. Wir gucken uns das mal an. Das ist richtig gut. Der fliegt zu gut. Jetzt. Okay. Jetzt müssen wir hier ein bisschen runter mit allem. Schade. Aber einen schönen Salto hat er geschlagen. Wir reduzieren mal auf 10% komprimiert. Das reicht nicht mehr, okay. Wir hier auf 20% gehen. Na dran. Können wir hier auf 30 und hier auf 20 gehen? Kommen wir dann hoch genug? Sind wir zu hoch? Eventuell doch wieder hier eine Straße mehr einsetzen. Schade. Noch nicht hoch genug mit dem Sprung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Doppelfeder nicht schlecht ist. Aber nein, wir kommen ins Ziel. Jetzt heißt es hier drüben, das noch anpassen. Eigentlich die Landung anpassen. Wir ersetzen einfach mal das hier durch eine bessere Straße. Gucken, ob das schon alles macht. Was es soll. Der fliegt ins Ziel. Der hittet. Die Frage ist, hält der den Druck aus? Ja, macht er. Aufgabe erfüllt. Geht doch. Nicht schön, aber selten. Wer könnte jetzt noch, weil wir noch ein bisschen Zeit haben... Oh, das zählt, glaube ich, noch nicht offiziell. Moment. Jetzt zählt es offiziell als abgeschlossen. Jetzt kann man natürlich gucken, wo kann man noch was sparen. Kann man hier eventuell auf Holz gehen? Kann man. Kann man hier, da nicht, vielleicht hier unten noch auf Holz gehen? Ja, kann man. Brauche ich das hier? Ah, okay, da kommt er mit dem Sprung nicht mehr ganz hin. Also das wieder zurück machen. Hiermit kommt er aber noch ins Ziel, oder? Ja, okay. Na,
Machen wir einen kleinen Muskel draus. Ändert auch nicht. Ändert auch zu viel. Okay. Lassen wir das so. Können wir hier drüben was ändern? Zack. Ich glaube, viel mehr ändern geht nicht mehr. Können wir die Straße nochmal sparen? Nein. Dann lassen wir es so. Wir haben jetzt mit 21.181 nochmal ein bisschen Geld gespart. Es ist nicht kaputt gegangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder weitergeht bei den normalen Leveln. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.